Hallo Internet, mich hat ein Interview von der freien Journalistin und Filmkritikerin Sophie Charlotte Rieger erreicht, in dem sie mir 5 Fragen beantwortet. Ich wollte von ihr wissen, wofür sie mit ihrem Blog über Filmfrauen steht, auf welche Art von Text sie außergewöhnliche Reaktionen erreichen und was sie in ihrem Studium herausgefunden hat. Bin gespannt auf die Antworten und wünsche viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Hallo David, danke, dass ich dabei sein kann. Bei deinem Projekt, bei deinem Interviewprojekt, dass ich ein kleines Interview geben darf über mich und über meine Arbeit und vor allem über die Filmlöwen. Eigentlich wollte ich ein Löwenkostüm anziehen, aber es ist eindeutig zu heiß. Es sind irgendwie 32 Grad im Schatten und es geht gar nicht anders. Dieses Interview muss auf meinem Balkon geführt werden. Ich möchte nirgendwo anders mich jetzt gerade aufhalten. Auch wenn jetzt so ein paar Nebengeräusche sind, ich hoffe, das ist nicht allzu tragisch. Okay, ich lege jetzt einfach mal los. Und es geht ja auch gleich los mit der Filmlöwin, da ist jetzt schon meine erste Frage. Du schreibst, für welche Werte stehst du mit filmlöwin.de ein? Es ist irgendwie schwierig, weil ich habe tatsächlich nicht so wahnsinnig viel über Werte nachgedacht, sondern eher über Ziele. Aber naja, der Wert, der dem zugrunde liegt, ist natürlich einfach die Überzeugung, dass jeder seine Geschichte erzählen darf. Und dass jeder sich in den Geschichten, die wir auf der Leinwand oder im Fernsehen sehen, auch wiedererkennen können muss. Und im Prinzip ist ja das, was ich mit der Filmlöwin mache, dass also ich versuche ja Filme von Frauen mehr in den Fokus zu stellen, denen mehr Aufmerksamkeit zu geben, um ihnen zu sagen, hey, auch Frauen haben tolle Geschichten zu erzählen. Auch Frauen, wie das schon wieder klingt. Ne? Okay, Schwamm drüber, gelöscht, geblitzdingst. Genau. Und die andere Sache, die ich mit Filmlöwin mache, ist eben Filme darauf zu analysieren, wie gehen die mit Geschlechterrollen um, um eben auch deutlich zu machen, dass viele Filme eben nicht weiblichen und männlichen Figuren die gleiche Plattform geben oder das gleiche Recht, ihre Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage ein bisschen. Wir machen einfach direkt weiter. Wann bereitet dir Filmkritik am meisten Freude? Also Filmkritik bereitet mir am meisten Freude, wenn ich möglichst frei schreiben kann. Also wenn mir jemand nicht vorschreibt, nach welchen Prinzipien ich mich inhaltlich oder auch formal zu richten habe. Also was ich ganz schlimm finde, ist, wenn jemand sagt, so im ersten Absatz muss dieses, im zweiten dieses und im dritten dann dieses drinstehen und dann am Ende bitte nochmal ein Fazit von 2 Zeilen oder so. Da fühle ich mich wie in so ein Korsett geschnürt. Das finde ich ganz schrecklich. Und was ich natürlich auch gar nicht mag und was halt leider auch immer häufiger, finde ich, passiert, ist, dass einem jetzt vielleicht nicht unbedingt die Meinung letzten Endes vorgeschrieben wird, aber doch so eine Tendenz, also dass gesagt wird, das sollte jetzt bitte kein Verriss werden. Also diesen Satz habe ich schon sehr oft gehört und das macht dann mir zumindest überhaupt keinen Spaß mehr. Ich schreibe also am liebsten möglichst frei und deswegen habe ich ja auch meine eigenen Seiten, auf denen ich das dann auch tun kann. Schreiben macht auch dann keine Freude, wenn blöde Kommentare drunter stehen, und so komme ich jetzt direkt zu deiner nächsten Frage, zu Frage Nummer 3. Du fragst, auf welche Art Texte erreichen dich besonders positive oder negative Reaktionen? Also ich muss sagen, ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, auf welche Art Texte mich die positivsten Reaktionen erreichen, aber ich kann sehr klar sagen, auf welche Texte mich die negativsten Reaktionen erreichen. Und das hängt nicht nur davon ab, was es für ein Text ist, sondern es hängt auch ganz stark davon ab, wo der steht. Also je feministischer der Text und je maskuliner die Leserschaft, ich sage das jetzt ein bisschen ungern, aber es ist halt echt so, desto negativer und auch je unhöflicher, respektloser sind die Kommentare. Und ich finde das sehr, sehr schade, dass für viele der Feminismus irgendwie als ein Angriff gegen Männer gesehen wird. Es fällt mir auch ehrlich gesagt schwer zu verstehen. Also ich hoffe, und man möge mich bitte darauf hinweisen, wenn es anders ist, dass ich das in meinen Texten nicht mache. Also dass ich nicht Männer abwerte, um Frauen aufzuwerten. Das ist überhaupt nicht mein Ziel, sondern was ich ja möchte, ist sowohl Frauen als auch Männer von den Rollen, die ihnen aufgezwungen werden, zu befreien und zu sagen, Frauen sind eben nicht nur Mütter und Männer sind eben nicht nur Helden, sondern wir sind einfach alle die Menschen, die wir sind. Und wir sind nicht Mann und Frau und deswegen so und so und vielleicht sind wir nicht mehr Mann und Frau, vielleicht ist auch das eine, allein die Aufteilung schon für den Hintern. Genau. Das macht mir das Schreiben auch ein bisschen madig und das ist gleichzeitig auch eben dann die Texte, die ich die negativsten Reaktionen bekomme. Also Frage 2 und 3 hiermit in einem quasi beantwortet.
geht's weiter zu Frage 4. Warum hast du den religiösen Subtext von 50er Jahren Science-Fiction-Filmen untersucht und was konntest du herausfinden? Warum habe ich das gemacht? Weil ich eine Magisterarbeit schreiben musste. Das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, die könnte jetzt sehr lang werden. Also ich habe mich sehr für Religion interessiert. Ich habe mich sehr dafür interessiert, inwiefern sich Religion oder die religiöse Basis der amerikanischen Gesellschaft, die religiösen Wurzeln auf ganz zeitgenössische Phänomene auswirken, auf politische Entscheidungen, gesellschaftliche Entscheidungen, außenpolitische Entscheidungen und so weiter und so fort. Ich habe mich natürlich auch schon immer für Filme interessiert und dann ist mir aufgefallen, dass es eben in den 50er Jahren sehr viele Weltinvasionsfilme gab und in den 2000er Jahren dann wieder. Und das habe ich eben zum Anlass genommen, das zu vergleichen. Habe mir zwei Filme genommen, Der Tag, an dem die Erde stillstand und Krieg der Welten und habe die 50er-Jahre-Version verglichen mit der Version aus den 2000er-Jahren und habe dabei ganz viele, doch im wahrsten Sinne biblische Strukturen in diesen apokalyptischen Erzählungen gefunden, habe die eben miteinander verglichen und es ist echt schwierig zu sagen, was dabei rauskommt. Das ist ja jetzt bei so kulturwissenschaftlichen Arbeiten nicht so, keine Ahnung, die bahnbrechende Erkenntnis, die jetzt für immer die Welt verändert oder so. Viele kleine Gemeinsamkeiten oder eben auch Unterschiede. Der größte Unterschied ist vielleicht der, dass diese Aufteilung zwischen Gut und Böse, die jeder apokalyptischen Geschichte zugrunde liegt, in den 2000er Jahren sehr ambivalent wird. Also man merkt eine ganz starke Orientierungslosigkeit der Gesellschaft. Gleichzeitig eben mit dem unbedingten Willen irgendwie eine Orientierung zu haben, also so unter dem Motto, bitte sag mir, was gut und böse ist, aber es ist niemand mehr da, der das sagen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemanden erleuchtet hat, aber wer sich das im Detail durchlesen will, kann mich gerne anschreiben und die ganze Arbeit lesen. Es sind ja auch nur 100 Seiten. Kann man ja mal zwischendurch. Gut, dann weiter zur letzten Frage. Was hat dich zuletzt so richtig herausgefordert? Dieses Interview? Es aufzuzeichnen mit meinem Computer? Vielleicht? Nein, was hat mich jetzt herausgefordert? Ich finde, das Leben ist immer eine Herausforderung. Ist auch gut so. Ich mag Herausforderungen. Ich finde, wenn man nicht herausgefordert wird, kann man nicht wachsen. Große Herausforderung für mich war zum Beispiel Ende letzten Jahres, als meine Internetseite filmlöwin.de online ging und dann irgendwie einen Tag später oder so das Radio anrief und sagte so, hast du nicht Lust, ins Studio zu kommen und ein Interview zu geben? Und ich war so, boah, ja, ich habe total Lust, aber ist jetzt irgendwie noch eine Stunde hin, was mache ich? Ja, irgendwie habe ich es dann hingekriegt, aber es war eine große Herausforderung. Ich war furchtbar aufgeregt, ich hatte total Angst, mich völlig zum Nappel zu machen, was ich jetzt wahrscheinlich mit diesem Video nachhole, aber naja. Ja, ich habe es geschafft irgendwie, ich habe jetzt auch dieses Video geschafft. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten und ich wünsche jetzt erstmal dir und allen, die das sehen, noch einen schönen Sommer mit möglichst wenig Hitze, möglichst wenig unangenehmer Hitze. Ciao! Sophie, hab vielen Dank für deine Antworten. Ich finde das, wofür du mit deinem Blog filmlöwin.de einstehst, super spannend und unterstützenswert. Deshalb an dich da draußen unbedingt mal vorbeischauen. Jetzt möchte ich gerne wissen, was hat dich zuletzt so richtig herausgefordert? Bei mir war es, glaube ich, der Versuch, sich mit Möbeln einzurichten, die nicht von IKEA stammen. Und das ist gar nicht so einfach. Freue mich wie immer über Kommentare, lass gerne einen Daumen da, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere den Kanal, wenn du kein Interview mehr verpassen möchtest. Tschüss und bis bald!